Die Baustelle beinhaltet jetzt eine Errichtung eines Trinkwasserbrunnens. Der Trinkwasserbrunnen schaut so aus, dass wir eine Leitung aufgraben bzw. eine Bestandsleitung aufgraben, dort eine Abzweigung setzen, von der Abzweigung einen Schlauch, eine Leitung führen bis zu dem Trinkwasserbrunnen und diesen dann mehr oder weniger aufstellen und in Betrieb nehmen. Ja, man rechnet so mit einem bis zwei Tage, also einen Tag aufgraben, die Abzweigung setzen und den zweiten Tag ein Teil auffüllen und dass man dort eine gute Standfläche hat für den Trinkwasserbrunnen und dann den Trinkwasserbrunnen aufbaut und verbetoniert, dass er Festigkeit hat und dass man dort halt den Trinkwasserbrunnen dann in Betrieb nehmen kann und anschließt. Also ein bis zwei Tage, ja, wird das dauern. Wir haben das in einer guten Zeit durchgeführt, in die zwei Tage jetzt, wie gesagt, zwei Arbeitstagen. Die Koordination wir sind ja doch drei Gewerke da gewesen, also die Koordination mit Baufirmen, mit unseren Monteuren, mit dem Einbauten plus unseren Kollegen, die dann die Beklebung und die Armatur komplettiert haben, beziehungsweise auch diesen Fräsnapf noch montiert haben. Ja, wir können da drauf drücken und dann wird hoffentlich das Wasser dort rausrennen, was gehört. Somit rennt es da raus und nirgends anders. Das ist natürlich ganz positiv für uns als Installateure, dass wir das gut durchgeführt haben.